Jo Leute, willkommen zurück zu Elden Ring. Heute kam Patch 1.04 raus und der erweitert die Questline von Patches, wo ich ja im letzten Video gesagt habe, dass die Patches Questline vorbei ist und man nicht weiß, was danach kommt. Wurde es jetzt reingepatcht. Patches, Patch, passt auch perfekt. Und was ich jetzt heute gerne machen würde, ist die Patches Questline weitermachen und dann mal schauen, was passiert. Dafür rüste ich mich mal hier gerade vernünftig aus. Kurzer Recap, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe Patches Questline so weit gemacht, dass ich diesen Lava Candlestick, wie der heißt, bekommen habe. Zeige euch denn eben. Diese Peitsche, Magma Peitschenleuchter, ist es auch ganz cool eigentlich. So, hier vorne ist Raika drinne. Den besiege ich mal eben schnell und dann geht die Patches-Questline weiter. Boah, meine Imitator-Trainer richtig reingehauen gerade. So, das war's. Ich glaube, da könnte sich auch der Goldene lohnen. Rikas große Rune. Ach, 300.000, das hat sich wieder gar nicht gelohnt. So. Jetzt muss man einmal reloaden und zwar gehe ich als erstes in Haus Vulkan. Gucken, ob Tarnis noch da ist. Tarnis ist noch da, jetzt spreche ich mal mit ihr. You, it's true then. No. Defeat is not the end. Until then, I must stay. Danke, Nemo. Okay, sie wird Haus Vulkan verlassen. Jetzt gehe ich dann jetzt noch mal kurz hier reloaden. Dann einmal zu Patchy Patches. Der steht hier noch. Ah, er sagt auch, dass ich ihn gekillt habe. Bye, my friend. Hier gibt es auch nichts Spannendes. So, und jetzt nochmal zu Rykard. Jetzt bloß nicht Tarnis besiegen. Ihr dürft die bloß nicht angreifen, weil wenn ihr die angreift, habt ihr komplett verkackt. Die liegt da vorne. Bei Rykard. Nur einmal kurz sprechen. So, das ist auch alles, was sie sagt. Dass sie ihn halt essen will und das war's. Und jetzt guck, er wird hier auch gar nicht mehr angezeigt, Patches. Weil Patches ist jetzt in der Schattenburg vor dem Bossnebel. Der Weg ist relativ nervig, sage ich mal, zum Boss. Mal schauen, ob ich den Weg noch hinkriege. Genau, es geht hier einmal runter. Und dann sollte da Patches stehen. Nein? Da ist er. Da ist Patches. Okay, jetzt kriegen wir was von ihm, dass wir Tarnis bringen müssen. Tänzer Kastagnetten. Jetzt können wir einmal hier reloaden. Dann sollte er weg sein. Genau, Patches ist weg. Ob er den Boss jetzt macht oder nicht, ist eigentlich egal. Jetzt können wir zurück zu Tarnis. Und ich will mir die mal kurz durchlesen, was da steht. Bestimmt hier, ne? Die Kastagnetten, hier. Kastagnetten, fremdländischer Tänzer, von Patches erhalten. Der leidenschaftliche Tanz hat nichts Verführerisches. Er ist der reine Ausdruck anmutiger Schönheit. Okay, die geben wir jetzt Tarnes. Überreichen.
need of that. I must continue devouring my beloved lord. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre mal zu gucken, die ganzen Locations, wo er schon war. Wo war denn Patches überall? Da war doch einmal, war er hier, Malerische Insel. Und am Anfang war er in seiner Cave da. Ich würde einfach nochmal in die Cave gehen, glaube ich. Trübflusshöhle war das doch. Ich gehe nochmal in die Höhle rein. Ich meine, das ist ja jetzt hier, das ist ja hier sein Gebiet quasi, ne? Seine Hut. Was ist denn? Was hier für ein Gegner drin? Wieso ist hier gelb? Da schon eine neue Kiste? Ich mach die Kiste mal auf. Glassplitter. Hä? Jetzt ist er wieder hier? Ja, sag nichts, seid ihr das? Himmel, halt, bitte wartet. Geh mich, Ironwood. Ah, er wusste nicht, dass wir das sind. Okay. Jetzt hat er es aber gecheckt. Patches Hocke. Gab's sie vorher noch nicht? Okay. Patches Hocke gab's bisher noch nicht. Das haben die reingepatcht. Wieso haben die denn bis jetzt gewartet, bis sie das reinpatchen? Nee. Das geil. War's. Dann, würde ich sagen, war das nochmal das, was reingepatcht wurde mit 1.04 von Patches. So könnt ihr die Hocke bekommen von Patches. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Ganz, ganz viele gucken gerne meine Videos, aber haben den Kanal nicht abonniert. Also gerne kostenlos abonnieren und auch die Glocke anmachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.